Overdrive ist On Rush in seiner reinsten Form. Fahre mit Style und Aggressivität. Geh auf Risiko und sammel durch Takedowns und Sprünge Boost. Räum dann den Boost ab, um Punkte für dein Team zu sammeln. Am Ende gewinnt das Team, das am schnellsten Boost verdienen und ausgeben kann. Mach dich mit den einzigartigen Fähigkeiten der Fahrzeuge vertraut. Nur wenn du sie optimal nutzt, kannst du gewinnen und musst dich nicht grün und blau ärgern, weil du versagt hast. Kleiner Tipp. Die besten Fahrer können diese Boosts aneinanderreihen, um Punkte einzusacken wie ein rundenstehlender Großmeister. Kontrolle. Nur darum geht es in Lockdown. In diesem Modus bewegt sich eine Zone so schnell herum, dass einem die Augen tränen. Keine Angst, du kannst sie nicht verfehlen. Wenn eine Zone auftaucht, gehört sie niemandem. Jeder kann sie sich krallen. Was musst du also tun? Rasen und kämpfen, um dein Team in die Zone zu bekommen. Dann kontrolliert ihr sie. Solange du mehr von deinen Jungs drin hast, als die anderen von ihr. Gewonnen hat das Team, das zuerst genügend Zonen erobert. Leichter gesagt als getan. Um die Konkurrenz auszustechen, musst du jeden schmutzigen Trick einsetzen, den es gibt, damit sie gar nicht erst in die Nähe der Zone kommen. Das Allerwichtigste in Lockdown ist Teamwork. Präg dir das ein. Countdown ist ganz simpel, aber ich erkläre es dir kurz. Siehst du den Timer deines Teams? Der läuft gnadenlos ab. Tick-Tack. Außer dein Team kann die Tore passieren, um den Timer aufzufüllen. Wenn du die Zeit auf deiner Seite haben willst, musst du die Tore fehlerfrei passieren. Sagen wir mal so. Wenn dir die Zeit ausgeht, ist das ein Punkt für das andere Team. Und das wollen wir ja nicht. Also, häng dich rein, um in Führung zu gehen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, schubst die Loser beiseite. Denn am Ende trennt euch vielleicht nur ein einziges Tor. Switch ist das schnellste und zerstörerischste Katz-und-Maus-Spiel, das du je gespielt hast. Aber wir sind nicht auf dem Spielplatz. Beide Teams starten auf Bikes. Schnell, wendig, aber anfällig. Dein Ziel ist erstmal am Leben zu bleiben. Denn nach jedem Crash wechselst du zur nächsten Fahrzeugklasse. Deswegen heißt das Ding Switch. Verstehst du? Du hast 3 Switches. Und wenn die verbraucht sind, tja, dann musst du jeden Gegner ausschalten, der noch welche übrig hat. Wenn dein Team keine Switches mehr hat, heißt es Game Over. Um diesen Modus zu rocken, musst du wissen, wann du dich verteidigen musst und wann du gnadenlos Jagd auf deinen Gegner machen musst.